Polizei, Notruf München. Ich brauche Ihre Hilfe. Helfen Sie mir. Hallo, sind Sie noch dran? Hallo? Was ist denn passiert? Nennen Sie mir doch bitte Ihren Namen. Sie haben meinen Sohn umgebracht. St. Blasius Klinik, die Neurologie. Frau, wie ist Ihr Name bitte? Sie müssen kommen. Ich brauche Ihren Namen, dann informiere ich die Kollegen. Marie, zieh mich. Frau Lanz, wo stecken Sie denn? Ich bin jetzt in der St. Blasius Klinik. Es wäre sehr nett, wenn Sie mich zurückrufen könnten. Marie. Marie, bitte mach auf. Die Polizei ist da. Komm, Peter. Guten Tag. Kripo München. Ist der Junge da noch drin? Wurde der Tod schon eindeutig festgestellt? Von mir. Peter Brandt, ich bin der Oberarzt. Frau Ziebig hat sich danach eingeschlossen. Marie, bitte. Marie, bitte mach auf. Die Polizei ist da. Marie, bitte. Wenn ein Patient stirbt, suchen die Angehörigen nach einem Sinn. Manchmal nach einem Schuldigen. War der Junge sehr krank? Ja, er litt an Muskeldystrophie vom Typ Duchenne. Wir mussten mit seinem Tod rechnen, früher oder später. Aber noch nicht jetzt? Nein, ich dachte, er hat noch Zeit. Gehen Sie von einer natürlichen Todesursache aus? Ja. Wir können Sie erreichen auf der Station, oder? Sie haben über mein Angebot nachgedacht? Meine Antwort, Frau Bendix. Wir machen keine Geschäfte mit Mördern. Das ist aber schön, dass Sie trotzdem hier sind. Ganz ohne Grund. Schauen Sie, Sie sagen mir, was Sie wissen. Und ich denke darüber nach, ob ich beim Staatsanwalt ein gutes Wort für Sie einlegen kann. Okay. Okay, ich sage Ihnen noch einmal, was ich weiß. Ihr Mann, Andreas Lanz, war vor 4 Jahren im Einsatz als verdeckter Ermittler. Ein guter Polizist, keine Frage, aber nicht stark genug. Er ließ sich verführen von dem vielen Geld, das er ständig vor Augen hat. Er verliert die Kontrolle. Er tötet einen Kollegen. Und setzt sich mit 500.000 Euro ab. In Italien wird er von der Polizei gestellt und beim Festnahmeversuch erschossen. Das ist das, was alle wissen, nicht wahr? Auch Ihre Tochter, Frau Lanz. Aber das ist nicht die Wahrheit. Sie wissen das. Und ich weiß das auch. Die Wahrheit ist, Ihr Mann fiel einer Intrige zum Opfer. Und ich kann Ihnen sagen, wer dafür verantwortlich ist. Wer? Die Anklage gegen mich hängt entscheidend von Ihrer Aussage ab. Sie ändern Ihren Bericht. Ich ändere Ihr Leben. Wie ich schon sagte, Frau Bendix, ich mache keine Geschäfte mit Mördern. Christian Faro, das ist der Mann, den Sie suchen. Der Name wird Ihnen nichts nützen. Sie brauchen Beweise. Sie brauchen mich. Auf Wiedersehen, Frau Lanz. Kripo München. Lassen Sie den Jungen bitte da, wo er ist, und fassen Sie auch sonst nichts an. Danke. Hallo? Wolltest du den Jungen besuchen? Clemens ist mein Bruder. Wie heißt du? Daniela. Daniela, ich suche deine Eltern. Gästehaus. Das ist ein anderes Gebäude. Du bist gar nicht bei ihnen? Nein. Wir sind hier. Bringst du mich hin?
Einfach über den Hof, Sie finden das schon. Können Sie meine Frau denn nicht verstehen? Ich habe einfach die Nerven verloren. Es tut mir leid. Das ist Roland, meine Chefin. Frau und Herr Ziebig. Mein Beileid. Danke. Ist das denn nötig, so viel Polizei? Frau Ziebig ist gegen 7 Uhr morgens in das Zimmer ihres Sohnes gekommen und hat ihn dort tot aufgefunden. Hätte ihr Sohn in der Nacht überwacht werden müssen? Nein, das war nicht nötig. Clemens ging es etwas besser. Seit er in der Klinik war, hatte er keine Krise mehr. Die Nachtschwester hat Clemens bei ihrem Rundgang gegen 22 Uhr schlafend in seinem Rollstuhl aufgefunden und ihn dann ins Bett gelegt. Es kam wohl öfter vor, dass er dort eingeschlafen ist. Ich würde mich jetzt gern ein bisschen hinlegen, wenn das möglich wäre. Tu das, mach das. Herr Ziebig, würden Sie kurz mit nach draußen kommen? Du weißt, dass das irgendwann passiert, aber man ist trotzdem nicht vorbereitet. Da kann ich auch darauf vorbereiten. Wo waren Sie, als Ihre Frau Ihren Sohn fand? Ich war schwimmen. Die haben hier ein Schwimmbad. Morgens schwimme ich dann ein paar Bahnen, bevor ich meine Frau bei Clemens ablöse. Ich muss dann zur Arbeit. Sie wohnen hier? Während der Behandlung, ja. Es gibt ja so ein Programm für Angehörige. Und Ihre Tochter wohnt auch hier? Daniela? Ja. Ich habe gerade kurz mit ihr gesprochen. Sie war im Zimmer ihres Bruders. Ja, natürlich. Ich wollte zu ihr. Danke. Die Leiche wäre beinahe weggebracht worden. Und Spuren haben Sie auch keine sichern lassen. Scheiße, und Interpol habe ich nicht eingeschaltet. Eine Mutter, die verliert ihr Kind und dreht durch. Wir haben überhaupt keinen Verdacht. Der Arzt, der geht von einer natürlichen Todesursache aus. Ach, der Arzt geht von einer natürlichen Todesursache aus. Und was hat der Papst über Maria gesagt? Frau Ziebig hat nicht die Telefonseelsorge angerufen. Sie hat den Notruf angerufen. Was ist denn überhaupt los mit Ihnen? Stress oder was? Und außer mir keiner da, an dem Sie es rauslassen können? Dann lassen Sie alles, was nötig ist. Und ich will die Informationen über die Krankheit. Und zwar schnell. Wo haben Sie überhaupt gesteckt? Ich habe Sie 3-mal angerufen. 4-mal. Nichts über eine präzise Auskunft. Herzversagen. Sind Sie sicher? Davon gehe ich aus. Das ist bei Clemens Krankheit am Ende das, was leider passiert. Sie wissen das. Nichts anderes? Nein. Aber es wäre hilfreich, wenn wir Clemens obduzieren könnten. Falls Sie einverstanden sind. Sie wollten ihm helfen. Das habe ich versucht, Herr Ziebig. Das habe ich versucht. Störe ich? Nein, nein, ich wollte gerade gehen. Vera Lanz, Kripo München. Hätten Sie einen Moment? Bitte. Clemens Ziebig hatte also eine Art Muskelschwäche. Ja, eine besondere Form, eine Erbkrankheit. Die immer tödlich verläuft. Die Lebenserwartung beträgt um die 25 Jahre. Einige Patienten sterben allerdings schon vor Eintritt der Pubertät. Es gibt bisher noch kein Heilmittel, mit dem sich der Krankheitsverlauf aufhalten oder umkehren lässt. Steh auf, Daniela. Bitte. Komm da raus. Tu mir das nicht an. Es gibt Wörter, die sollte man abschaffen. Behandeln, heilen. Man kann einiges tun, um das Leiden der Patienten zu lindern. Mehr nicht. Wir haben zurzeit 16 Duchenne-Patienten in unterschiedlichen Krankheitsstadien, denen wir mit unterschiedlichen Mitteln zu helfen versuchen. Konnten Sie Clemens helfen? Bei Duchenne ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein lebenswichtiger Muskel wie das Herz seinen Dienst versagt. Aber es hat sich keine Krise angekündigt. Das ist ungewöhnlich. Sowas geschieht eigentlich nicht von heute auf morgen. Wir brauchen die Leiche des Jungen. Ich würde die Obduktion gerne im Haus vornehmen. Sie können gerne den Bericht der Rechtsmedizin haben. Wiederschauen. Warum machen Sie es uns so schwer? Herr Ziebig, der Anruf Ihrer Frau.
Wir müssen der Sache nachgehen, damit wir sie abschließen können. Ja, das würden wir auch gerne. Glauben Sie, das geht so? Meine Frau hat sich doch wieder entschuldigt bei Ihnen. Die wollte das nicht. Paul, du musst mal ein paar Namen für mich überprüfen. Das kann ich doch am allerbesten. Leg los. Ziebig, Z-I-E-B-I-G. Der Ehemann Anton, die Frau Marie. Wohnhaft? Schleißheimer, 14. Schleißheimer Straße 14. Und Peter Brandt. Oberarzt der Neurologie, St. Blasius Klinik. Was ist der Notruf? Worauf seid ihr denn gestoßen? Besorg einfach die Infos. Ich brauch sie schnell, ja? Clemens Platz ist frei. Jetzt können Sie meine Tochter behandeln. Ziemlich, das geht nicht. Ich habe Ihnen das erklärt. Das geht nicht. Die Polizei stellt Fragen. Irgendwann muss ich darauf antworten. Ich habe Ihnen immer vertraut. Ich weiß, dass Sie das schaffen. Wir haben ein Problem. Vielleicht ein ernstes. Wir können uns im Moment keinen Fehler leisten, Dr. Brandt. Und keine Öffentlichkeit. Brechen Sie fürs Erste ab. Ich kann jetzt nicht abbrechen, das wissen Sie. Wir sind in der entscheidenden Phase. Solange die Polizei im Haus ist, ist das Risiko zu groß. Wir könnten Ihnen da nicht helfen, das sollten Sie bedenken. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja? Machen Sie sich keine Sorgen. Duchenne. Der arme Junge hatte schon sein Todesurteil. Ihr glaubt an Fremdeinwirkung? Das weiß ich noch nicht. Das würde Frau Lanz gerne von Ihnen wissen, ob wir einen Fall haben oder nicht. Gut. Morgen. Heute noch, Heike. Ich möchte die Angehörigen nicht unnötig quälen. Wir sollten die Leiche so schnell wie möglich freigeben. Warum meinst du, habe ich mich so aufgetakelt? Weil ich nicht Profil bin? Ich habe eine Verabredung. Sie ist 25, studiert Kunstgeschichte und arbeitet nebenher als Model. 25? Dann hat sie noch viel Zeit im Leben. Also gut. Danke, Heike. Du schuldest mir was. Ich weiß. Hey. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, klar. Ciao. Ist das eigentlich amtlich? Was? Diese Frauensache, oder schieben Sie ab und zu einen Zwischengang ein? Raus. Aber schnell. Hi, Mama. Hallo. Tschüss. Bist du weg heute Abend? Ja, ich lass mich mal wieder von meiner eheähnlichen Beziehung aufsaugen. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Viel Spaß. Alles gut bei dir? Füllt dir bloß nichts ein. Ich komme sehr gut alleine klar. Bist aber nicht allein. Tschüss. Tschüss. Glaubst du noch nicht im Ernst, dass du das reparieren kannst? Nein, das kann niemand. Ihr müsst das eh wegwerfen. Da kann ich mir auch mal ansehen, wie es da drin aussieht. Hast du schon gegessen, Georg? Ich würde uns ja was kochen. Aber da deine Tochter für den Einkauf zuständig ist, hätten wir nur was im Haus für Mahatma Gandhi und andere Vegetarier. Thailänder. Italiener. Hm. Chinese? Grieche. Grieche. Sag mal, sagt dir der Name Nora Bendix was? Hat es was mit Andreas zu tun? Wir haben sie vor kurzem verhaftet, aber sie scheint schon länger im Geschäft zu sein. Ich bin seit 5 Jahren nicht mehr dabei, Vera. Und ich bin so verkalkt, dass ich mich im Präsidium verlaufen würde. Es sei denn, es geht um deinen Sohn. Orgasmus kannst du vortäuschen, aber keine entspannte Nackenmuskulatur. Warum bist du hier? Weil du abends bei deiner Familie bist. Okay, du bist hier, weil ich abends bei meiner Familie bin. Warum noch? Wie weit seid ihr mit der Anklage gegen Nora Bendix? Fast fertig. Wir stützen uns hauptsächlich auf Indizien, aber zusammen mit deiner Aussage wird es für eine Mordanklage reichen. Es kann sein, dass ich meinen Bericht ändern muss. Ich bin mir nicht sicher. Aha. Und worüber bist du dir nicht sicher? Vielleicht sind die Fakten nicht so eindeutig, wie ich das angenommen habe. Ja, und vielleicht hatte Nora Bendix zu viel mit deinem toten Mann zu tun. Pass mal auf, Vera. Ich habe deinen Bericht gelesen und ab und zu kann ich eins und eins zusammenzählen. Nora Bendix hatte damals Verbindung zu der Firma, in der der Mann eingesetzt wurde. Du glaubst, dass er reingelegt und ermordet wurde. Und deswegen ändere ich meinen Bericht, ja? Keine Ahnung, sag du es mir. Hat sie dir einen Deal angeboten? Kann sie anscheinend beweisen, dass ein toller Kerl dein Mann war? Vera, warum redest du nicht mit mir?
Warum kommst du nicht zu mir? Ich bin hier. Ja, schön. Ja. Schön, dass du mir vertraust. Oh, ist eine Besprechung. Nein, nein, kommen Sie rein, Herr Oberstaatsanwalt. Wir reden gerade über den Fall Bendix. Großartige Arbeit. Ich glaube, wir können bald vor Gericht damit. Naja, kommt drauf an. Frau Lanz ist gerade dabei, den Bericht zu ändern. Warum? Es sind Widersprüche aufgetaucht. Wir müssen das überprüfen. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss los. Das ist die Mailbox von Mark Berger. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem nächsten Signal tun. Du bist ein Arschloch, Mark Berger. Ein riesengroßes Arschloch. Das ist die Nachricht, die ich hinterlasse. Das sind doch sicher nicht meine, oder? Es sind deine Sachen, die du in den Schubladen versteckst. Sie sollten besser abschließen. Geht nicht. Sag mal, wisst ihr noch was über deinen Dr. Brandt wissen, oder war das nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme? Dr. Brandt ist Neurologe, hat aber auch einen Facharzt in Humangenetik und Immunologie. Stipendien, Forscherpreise und so weiter und so weiter. Also auf dem Papier ein genialer Menschenfreund, der schon einen Ruf zu verlieren hätte. Was auch beinahe passiert wäre. Vor 3 Jahren wurde ihm ein Kunstfehler vorgeworfen. Die Sache kam zur Anzeige, wurde aber nie... Was für ein Kunstfehler? Angeblich hat ein Hirntumor sehr eigenwillig behandelt. Der Patient hat es nicht überlebt. Konnte ihm nicht nachgewiesen werden? Ich habe da mal ein bisschen rumtelefoniert. Also da scheint Geld an die Angehörigen geflossen zu sein. Was ist mit den Eltern? Nichts Besonderes, unbeschriebene Blätter. Anton Ziewig hat bei einem Sicherheitsdienst gearbeitet, bis vor einem halben Jahr. Dann hat er gekündigt, aus familiären Gründen. Er scheint sich voll und ganz auf seinen Sohn konzentriert zu haben. Die Mutter arbeitet noch, bei einer Speditionsfirma. Morgen, Heike. Was? Wenn die Gewebeproben von Clemens Ziewig nicht fehlen würden, könnte man meinen, es waren ein paar Jugendliche. Mutprobe oder was? Ja, genau so soll es aussehen. Ich glaube, sie hatten doch recht, Frau Lanz. Wie weit warst du denn? Das Obduktionsprotokoll ist fertig. Der Junge ist gegen 2 Uhr nachts gestorben, plus minus 30 Minuten. Passt. Die Nachtschwester hat ausgesagt, dass der Junge bei ihrem Rundgang gegen Mitternacht noch am Leben war. Herz war vorbeschädigt, hervorgerufen durch seine Grunderkrankung, passt alles zu der Akte, die du mitgebracht hast. Sein Arzt sagt, er geht von Herzversagen aus. Korrekt. Liegt nahe bei Duchenne, was anderes habe ich auch nicht entdecken können. Grundsätzlich kann aber Herzstillstand auch toxisch verursacht werden. Und? Die Proben sollten heute ins Labor, aber wie es aussieht, haben wir keine mehr. Scheiße, Heike, nimm neue Proben. Ich brauche den toxikologischen Befund. Geht nicht. Wie geht nicht? Ich habe die Leiche freigegeben. Du hast gesagt, es wäre gut für die Eltern. Ich habe kein Material mehr gebraucht. Okay, wir holen ihn zurück. Ich übernehme das. Ich rede mit den Eltern. Ich sage Ihnen doch, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Sie nur informiert. Ich dachte, Sie sollten Bescheid wissen. Ich weiß Bescheid. Wir können ja nicht einfach aufhören. Wir sind so kurz davor, Herr Zinker. Wir hören nicht auf. Wir machen weiter. An anderer Stelle. Nein. Nein? Sie wissen, wie viele Jahre mich das gekostet hat. Was? Was hat Sie so viele Jahre gekostet? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich werde auch nicht wissen, wovon Sie sprechen, Dr. Brandt. Wir haben noch viel mit Ihnen vor. Es wäre für uns alle bedauerlich, wenn sich das ändert. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich mir das gern mit Ihnen ansehen. Sag Clemens Ziewig. 6 Wochen her. Kurz bevor wir hergekommen sind. Herr Ziewig, bitte ein Interview. Was sieht man hier alles auf Ihrem neuen Meisterwerk? Ja. Das ist ja her. Wo ist der doch? Ja, wo ist der? Ja, komm, Clemens, wo ist der? Ja? Daniela. Daniela. Alles gut? Daniela hat auch die Schein, nicht wahr? Auf den ersten Blick sieht man es gar nicht. Daniela hat sogar geturnt früher.
Er war sehr begabt. Es kam erst raus, als Clemens krank wurde und sie Daniela auch untersucht haben. Das ist so selten bei Mädchen. Geht's ihr schlechter? Nein, nein. Ja, Gott sei Dank. Aber sie wird aufgenommen. Einen Tag nach dem Tod ihres Bruders. Man kann ihr ja helfen. Das ist, die Klinik ist ausgezeichnet. Das war sie gestern auch schon. Hallo, Daniela. Was machst du hier? Das Bild ist von deinem Bruder, oder? Mhm. Und die Kette wohl auch? Die hat ihnen mein Vater geschenkt. Er sollte sie ihm wiedergeben, wenn er wieder gesund ist. Dein Vater vertraut Dr. Brandt sehr, nicht wahr? Und was ist falsch daran? Nichts. Wahrscheinlich. Was machen Sie denn hier? Ich wundere mich nur, dass Daniela plötzlich hier ist. Daniela hat die gleiche Krankheit. Die wird behandelt. Aber sprechen Sie doch mit Dr. Brandt. Der kann Ihnen das sicher alles genauer erklären als ich. Alles gut, Daniela. Wir schauen. Was wollten Sie wissen? Nichts, wir haben uns nur unterhalten. Du musst nicht mit ihr sprechen, Schatz. Ich weiß. Bin gleich wieder da. Wo willst du hin? Zu Mama. Sie war sicher auch bei ihr. Warum lässt du Mama nicht einfach in Ruhe? Lass sie doch einfach in Ruhe. Dr. Brandt? Frau Lanz? Tag. Kann ich Ihnen helfen? Eigentlich wollte ich Ihnen helfen. Sie wollten den Bericht der Rechtsmedizin? Ja. Er ist schon fertig. Leider nicht, weil heute Nacht in der Rechtsmedizin eingebrochen wurde. Sämtliches Material, das zu Clemens Ziebig vorlag, ist verschwunden. Wie kann denn so etwas passieren? Das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, warum plötzlich Daniela Ziebig hier ist und den Platz ihres Bruders eingenommen hat. Wir sind die beste Duchenne-Station in ganz Bayern, Frau Lanz. Ich probiere mehr aus als andere Kollegen. Kombiniere bewährte Therapieansätze völlig neu. Außerdem erhebe ich hier Daten, die für die Entwicklung von Heilmitteln benötigt werden. Dann war Danielas Behandlung gar nicht vorgesehen. Bis gestern. Wie meinen Sie das? Daniela ist ein Mädchen und Duchenne betrifft doch fast ausschließlich männliche Patienten. Sie wollen Clemens wieder haben. Es gab einen Einbruch in die Rechtsmedizin. Wir konnten die Untersuchung nicht abschließen. Nein, nein. Haben Sie was zu verbergen? Haben Sie gute Erfahrungen gemacht damit? Lassen sich alle Leute einschüchtern von solchen Fragen. Nein, ich habe nichts zu verbergen. Und ich möchte, dass Sie meine Familie in Ruhe lassen. Uns alle. Ist das so schwer zu respektieren? Dann muss ich einen richterlichen Beschluss besorgen. Dann tun Sie das. Du hättest nicht anrufen dürfen. Natürlich müssen wir dann Fragen stellen. Hatte ich nicht recht? Warum sollen wir uns mit ein paar Monaten oder Jahren begnügen, wenn wir ein ganzes Leben haben können? Rosa Farm, der Pharmakonzern. Genau. Irgendwie hat Dr. Brandt mit dieser Firma zu tun. Ach ja, und alles, was du über ein Medikament namens Neurosanex finden kannst. Neurosanex? Ja, Paul, am besten sofort. Danke. Nicht fragen. Von Dr. Brandt habe ich den Namen jedenfalls nicht. Also, Bosa Farm ist ein mittelgroßer Konzern mit etwa 1700 Beschäftigten. Hauptsitz ist in Brüssel. Die Fabriken stehen in Anderlecht und Augsburg. Spezialgebiet Gentherapie für Immundefekte und Erbleiden. Bosa Farm kooperiert quer durch ganz Europa mit 15 Krankenhäusern. Und die St. Blasius Klinik ist dabei. Und jetzt ratet mal, wer der Ansprechpartner von Bosa Farm ist. Dr. Peter Brandt. Obwohl, Ansprechpartner ist vielleicht sogar ein bisschen zu wenig. Seine Stelle wird zum Drittel von Bosa Farm finanziert. Und was ist mit diesem Medikament, Neurosanex? Habe ich überhaupt nichts gefunden. Es gibt kein Medikament mit dem Namen.
Bist du sicher, dass du richtig gelesen hast? Ja, ist ja gut. Aber das wäre echt der Hammer. Was wäre der Hammer? Wenn dann eine geheime Versuchsreihe läuft. In dem St. Blasius. Mit dem nicht zugelassenen Medikament. Der Doktor hat 16 Duchenne-Patienten auf seiner Station. 16 mögliche Probanden. Also es würde mich wundern, wenn Clemens Siebig da nicht dabei gewesen wäre. Knöpf dir diese Firma vor. Irgendwer muss schon zuständig sein. Was? Ich da vor die Tür? Es würde den Einbruch in die Rechtsmedizin erklären, richtig? Alle Spuren, die zu dem Medikament führen könnten, sollten vernichtet werden. Und die Eltern, die wussten davon. Deshalb hat die Mutter gesagt, ihr Sohn sei umgebracht worden. Aber warum hat sie das wieder zurückgenommen? Und warum verweigert der Vater die Herausgabe der Leiche? Weil Dr. Brandt mit ihnen ein Geschäft gemacht hat. Daniela bekommt den Platz ihres Bruders. Warum machen die das? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir nehmen übrigens die Leiche zurück. Danke. Wollen Sie nicht endlich mal rangehen? Nein. Die schlimmsten Qualen sind ihm erspart geblieben. Seine Schwester hat das alles wahrscheinlich noch vor sich. Liegt's nur an dem Jungen? Was? Wie du aus der Wäsche schaust. Du gefällst mir nicht. Sonst klingt das immer anders. Wie schnell kannst du einen unbekannten Wirkstoff in seinem Blut nachweisen? Gar nicht. Gar nicht? Ein paar genauere Angaben brauche ich schon. Ein Mittel gegen Muskeldystrophie. Das heißt Neurosanix, mehr weiß ich nicht. Außer, dass Clemens Schwester und 15 andere Kinder vielleicht in Gefahr sind. Ja, es kann Wochen dauern, bis man was findet. Wenn überhaupt. Ohne eine Vergleichsprobe des Wirkstoffs suchst du die Nadel im Heuhaufen. Das Salz zum Reden. Setz dich vor seine Tür. Tut mir leid, okay? Ich liebe dich. Aber ich lasse mich verarschen. Nicht von dir. Wunderbar, dann sind wir schon zwei. Heike? Ja? Was hältst du davon, wenn wir uns heute deine Vergleichsprobe besorgen? Mhm. Wie machen wir das? Wir gehen zu deinem Kollegen in die Klinik und bitten ihn darum. Und der rückt es einfach raus. Ein streng geheimes Medikament in der Versuchsphase. Fantastischer Plan. Na, ganz so einfach wird's vielleicht nicht. Aber da kommst du ins Spiel. Du bist Ärztin. Du hörst zu, wie er reagiert. Und dann kannst du die Fragen stellen, die ich nicht stellen kann. Okay, warum nicht? Ein Versuch ist es wert. Gut. Ich hol dich dann gleich ab. Aber Moment, nicht heute Abend. Sicher nicht heute Abend. Heike, 16 Kinder. Und vielleicht zählt da wirklich jede Minute. Du bist ein Monster, das weißt du. Ein ekliges Schuldgefühlmonster. Gib mir eine Viertelstunde. Willst du jetzt weg? Ich muss Arbeit. Wie, ich dachte, wir machen uns jetzt einen netten Abend. Nein, mein Schatz. Du dachtest, du vertreibst dir deine Zeit mit deiner alten Mutter, bis dein Freund von seinen Kumpels zurückkommt und dich wachküsst. Das hilft sicher an deinem Beruf, wenn man Gedanken lesen kann, ne? Wow. Das funktioniert also auch bei Frauen, ne? Keine Ahnung. Das werde ich auch nie herausfinden, wenn wir uns jetzt nicht beeilen. Wir gehen da jetzt rein, holen uns das verdammte Zeug und verschwinden wieder. Das minderjährige Model? Ist nicht minderjährig. Ein bisschen magersüchtig vielleicht, aber nicht minderjährig. Aber bei dir funktioniert's. Sag, das funktioniert. Du bist platt. Ich bin platt. Der Neuzugang bekommt noch eine Einheit. Frau Lanz? Was machen Sie denn hier um diese Zeit? Ich hätte eine Frage. Ja? Worum geht's denn? Neurosanix. Neurosanix? Ein nicht zugelassenes Medikament gegen Muskelschwund. Es wird hier auf der Station eingesetzt. Vermutlich. Vermutlich? Nein, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Wie kommen Sie auf sowas? Gut, dann formuliere ich es mal als Frage. Wird Neurosanix hier auf der Station an Duchenne-Patienten verabreicht? Ach, langsam begreife ich. Ich benutze meine Patienten als Versuchskaninchen und manchmal stirbt eben einer wie Clemens Siebig. Ja, das wäre meine Arbeitshypothese, so ungefähr. Sie haben dafür sicher Beweise. Durchaus, Herr Kollege, durchaus. Steinbeck. Dr. Heike Steinbeck, die zuständige Rechtsmedizinerin, deren Einrichtung heute Nacht auseinandergenommen wurde. Wir glauben, dass jemand aus der Klinik eingebrochen ist, um Beweismittel zu vernichten und einen drohenden Skandal zu vertuschen. Aber ja, schade nur, dass ich Ihnen dabei nicht begegnet bin heute Nacht. Ja, mal schade.
Dann hätten wir uns über die organischen Veränderungen unterhalten können, die ich bei Clemens Siebig entdeckt habe und die ihn wahrscheinlich getötet haben. Ich bin bereit, meinen Doktortitel darauf zu verwetten, dass diese Veränderungen durch Ihren Wirkstoff verursacht wurden. Und glauben Sie mir, meine Doktorarbeit habe ich selbst geschrieben. Organische Veränderungen welcher Art? Was haben Sie gefunden? Das kann Ihr Anwalt im rechtsmedizinischen Bericht nachlesen. Er wird sicher Akteneinsicht beantragen. Mein Anwalt? Dr. Brandt, ich nehme Sie vorläufig fest, wegen des Verdachts auf Einbruch in die Rechtsmedizin, zur Vertuschung illegaler Tests an Menschen. Was haben Sie gefunden? Lanz, ich brauche einen Streifenwagen. St. Blasius Klinik. Organische Veränderungen? Was hätte ich denn sagen sollen auf die Schnelle? Er ist wirklich getroffen. Macht sich Sorgen um seine Patienten. Ja, oder um seinen Erfolg. Von den Kollegen kenne ich einige. Jedenfalls haben wir nicht viel Zeit. Wenn wir ihn festnageln wollen, müssen wir das Zeug in Clemens Körper nachweisen. Nein, Schatz. Ich muss es nachweisen. Habe ich mir das schon gedacht? Ich sag das Date ab, oder wenn sie mich nicht mehr sehen will, sorgst du für adäquaten Ersatz. 25 Model. Notieren. Danke, Heike. Es wird kein Neurosanix mehr ausgegeben. Haben Sie verstanden? Und Sie sorgen dafür. Wo bringt Sie Dr. Brandt hin? Wir müssen mit ihm sprechen. Wegen meinem Bruder. Es gibt Fragen, die wir klären müssen. Clemens war krank. Man stirbt, wenn man krank ist. Wenn man so krank ist wie du und dein Bruder, meinst du? Dr. Brandt denkt, dass seine Tabletten helfen. Clemens hat sie genommen. Und jetzt sollst du sie nehmen. Geil, oder? Brauche ich nur ein paar Tabletten, nehmen, dann spazier ich hier wieder raus und fange an zu turnen. Du glaubst nicht daran? Ist nicht egal, was ich glaube. Dein Vater glaubt daran. Mein Vater will seine Kinder nicht verlieren. Er will mich nicht verlieren. Was ist denn daran bitte scheiße? Nichts ist daran scheiße. Ich habe das nie gesagt. Ich verstehe deinen Vater. Aber ich verstehe auch deine Mutter. Sie wollte nicht, dass ihr euch so quält, glaube ich. Und sie will nicht, dass es jetzt so schwer ist für dich. Stimmt das? Ich bin müde. Ich würde jetzt gern schlafen. Tschüss. Morgen. Sind wir einen kleinen Schritt weiter. Die Spuren aus der Rechtsmedizin stammen von jemandem mit der Blutgruppe AB. Das ist ihre Blutgruppe und die ist sehr selten. Ja, der DNA-Vergleich, der steht zwar noch aus, aber wir vermuten mal, dass der Einbruch auf ihr Konto geht. Oder wie würden Sie das erklären, Dr. Brandt? Sie wollten die illegalen Medikamententests vertuschen und deswegen sind Sie eingebrochen. Herrgott, was ist das? Ihr Ehrgeiz oder Ihre Menschenliebe? Glauben Sie, der Zweck heiligt jedes Mittel, jedes Risiko? Darf man dafür das Leben von 16 Patienten aufs Spiel setzen? 16 unheilbar kranke Patienten, Frau Lanz. 16 Menschen. 16 Familien, die für ein bisschen Hoffnung jedes Risiko eingehen würden. Worauf wollen Sie hinaus? Dass das alles freiwillig war und dass Sie deshalb das Recht dazu hatten. Ist das ein Geständnis? Können Sie mir den Bericht der Kollegin bitte? Ich will jetzt wissen, woran Clemens gestorben ist. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass Sie einen Fehler gemacht haben, oder? Sie glauben, Sie hatten alles unter Kontrolle. Hallo? Gut, ich komme. Herr Zenker von der Firma Poser Pharm ist hier. Wollen Sie nicht noch eine Aussage machen, bevor wir mit dem Mann reden? Gut. Neurosanix ist der vorläufige Name des neuen Mittels, das wir zurzeit entwickeln. Ein völlig neuartiges Medikament gegen Muskeldystrophie. Wir sind noch in der Tierversuchsphase und nicht einmal meine Frau und mein Squash-Partner wissen davon. Das Mittel wurde in der Neurologie von St. Blasius verabreicht an 16 minderjährige Patienten mit Muskelschwund und einer davon ist jetzt tot. Sie sprechen von Dr. Brandt. Klingelt da was bei Ihnen? Einer der besten Ärzte, die ich kenne. Ein herausragender Wissenschaftler. Loyal, vertrauenswürdig, verschwiegen. Bemühen Sie sich nicht, Herr Böhmer. Sollte Dr. Brandt Neurosanix auf seiner Station eingesetzt haben, dann ohne unser Wissen. Sie wollen mir sagen, dass Brandt auf eigene Faust gehandelt hat? Nein, ich will Ihnen sagen, dass ich hier mit Anzeige gegen Dr. Brandt erstatte. Wegen Untreue und wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Die lassen Sie eiskalt fallen, Dr. Brandt. Fahrlässige Tötung, Einbruch, Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. Da kommt einiges zusammen. Aber Sie könnten sich selber helfen. Wie? Wir brauchen die Namen der Probanden, die an der Testreihe teilgenommen haben. Und die der Personen, die mittelbar oder direkt daran beteiligt sind. Gut. Ich übernehme die alleinige Verantwortung für alles, was passiert ist. Sie wollen Poser Pharm immer noch schützen? Ich habe die Testreihe allein konzipiert und ausgeführt. Niemand sonst ist daran beteiligt. Die erforderlichen Medikamente habe ich gestohlen.
Sie wollen, dass Posafarm weitermacht. Sie wollen die Entwicklung nicht gefährden. Sie glauben an das Mittel. Deswegen haben Sie auch nach Clemens Tod weitergemacht. Außer geringer Nebenwirkungen auf Leber und Nieren gab es nie Probleme. Norosanix kann Clemens nicht getötet haben. Geben Sie mir den rechtsmedizinischen Bericht. Bitte. Nehmen Sie die Aussage auf. Frau Lanz, gerade zu Ihnen. Dr. Seitz, kommen Sie doch rein. Der Verwaltungsdirektor der St. Blasius Klinik ruft mich derzeit etwa einmal die Stunde an. Sie haben eine Beamtin auf der Neurologie platziert, in Uniform? Zum Schutz der Patienten. Wovor? Das kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Es ist notwendig und Sie können es verantworten. Ja. Gut. Dann ist da noch der Fall Bendix. Haben Sie die Widersprüche überprüft, die Ihnen noch aufgefallen waren? Dr. Seitz, wir stecken mitten in einem anderen Fall. Natürlich. Kollege Berger würde Sie gerne unterstützen. Vielleicht kann er Ihnen in der Sache Bendix Arbeit abnehmen? Ja, sicher. Fein. Raus. Ich habe das Fass nicht aufgemacht, Vera. Ich habe ihm nicht gesagt, was ich denke. Und was denkst du? Ich denke, dass du drauf und dran bist, deinen Job zu riskieren. Ich habe keine Ahnung, wieso. Du denkst, dass ich so korrupt bin wie mein Mann. Du glaubst, ich mache Geschäfte mit Kriminellen. Das muss sich lohnen, Vera. Das verstehe ich. Es muss den Einsatz wert sein. Sonst würdest du es nicht machen. Du beflügelst mich. Du lässt mich auf Knien vor dir herumrutschen, aber du lässt mich nicht in dein Leben. Du willst in mein Leben? Ja. Meinst du denn, du hältst das aus? Das weiß ich nicht. Und du weißt es auch nicht. Vorher weiß das keiner. Gut, dann komm. Komm. Also Teil einer Verschwörung, die dein Mann umgebracht hat. Nicht mehr. Aber du hattest damals in deinem Bericht keinen Zweifel an Andreas Schuld gelassen. Du hattest jedes Indiz gegen ihn ausgelegt. Ich wusste nicht mehr, wem ich vertrauen kann. Nee, aber du wusstest, wie du vögeln musst. Stimmt nicht. Das weißt du. Was hat Nora Bennigs dir versprochen? Dass sie sagt, dass sie Andreas Unschuld beweisen kann. Dass sie den Mann kennt, der dahinter steckt. Sein Name ist Christian Faron. Gut. Gut. Dann habe ich einen Ansatzpunkt. Dann kann ich ermitteln. Und du musst deinen Job nicht riskieren. Mag ich. Nee. Heike? Alles, pass auf, Vera. Clemens Ziebig ist nicht an Neurosanix gestorben. Neurosanix war im Blut des Jungen, war aber nicht die Todesursache. Die Schädigungen seines Herzens wurden durch die Krankheit verursacht. Woran ist er dann gestorben? An einer Überdosis Benzodiazepin, starkes Beruhigungsmittel. Danke. Der Junge hatte eine Überdosis dieses Beruhigungsmittels im Blut. Die Menge hätte jedenfalls für uns beide gereicht. Ein romantischer Gedanke, oder? Das Zeug liegt jedenfalls nicht einfach so offen rum. Auch nicht in einem Krankenhaus. Darf ich Sie noch mal stören? Wenn es sein muss. Sie packen? Ja, wir werden rausgeschmissen, weil Sie Dr. Brandt verhaftet haben. Es war alles sehr belastend für uns. Das Programm wurde eingestellt. Daniela wird nicht mehr behandelt. Sie haben ihr jede Chance genommen. Dr. Brandt hatte nur Interesse an Ihrem Sohn, nicht wahr? Entweder der Junge oder keins der Kinder. Niemand kannte die Nebenwirkungen. Ebenso gut hätten Sie russisches Roulette mit Ihren Kindern spielen können. Wie kann man Eltern vor eine solche Entscheidung stellen? Er hat sie ausgenutzt. Er hat ihnen Hoffnung gemacht, obwohl die Krankheit unheilbar ist. Und jetzt auch noch Daniela. Das Mittel, das Dr. Brandt eingesetzt hat, war nicht getestet, Herr Ziebig. Haben Sie Kinder? Ja. Und, sind die gesund? Ja. Dann seien Sie froh, dass Sie nicht solche Entscheidungen treffen müssen. Er glaubt dran.
Er glaubt, die Krankheit besiegen zu können. Aber Sie treffen alle Entscheidungen alleine? Haben Sie jemals Ihre Familie gefragt? Hat er dich jemals gefragt? Lassen Sie meine Tochter in Ruhe! Entschuldigung. Entschuldige. Kannst dich einfach nicht damit abfinden. Aber man sollte es lassen, ne? Man darf sich von der Hoffnung nicht so quälen lassen. Oder? Das denken Sie doch. Ja. Clemens ist nicht an dem Mittel gestorben, das wissen wir jetzt. Er ist an einer Überdosis Beruhigungsmittel gestorben. Irgendwann ist es einfach Zeit, Abschied zu nehmen. Beruhigungsmittel? Wie kommen Sie darauf? An einem Medikament wie diesem hier. Wollten Sie ihm die Qualen ersparen, ihn allen? Wollten Sie endlich wieder nach Hause? Du hast heute keine Tabletten bekommen, oder? Von niemandem? Auch nicht von deiner Mutter? Was hat das mit meiner Frau zu tun? Was soll denn das heißen? Frau Ziebig, ich muss Sie bitten, mich aufs Präsidium zu begleiten. Und du wartest hier, ja? Du glaubst das? Du glaubst, ich habe Clemens umgebracht? Ich bin... Du wolltest das alles nicht. Nein, das wollte ich nicht. Nicht mehr. Das wollte keiner von uns. Das hast du nie verstanden. Clemens wollte in die Klinik. Das war auch seine Entscheidung. Nein, das wollte er nicht. Das wollte er ganz bestimmt nicht. Doch, doch, ich weiß das. Ich habe so oft mit ihm gesprochen. Glaubst du, Clemens hätte dir das gesagt? Oder Daniela? Glaubst du, deine Kinder wollen dir das Herz brechen? Warten Sie bitte auf uns. Kommen Sie. Na los, kommen Sie. Dr. Brandt, haben Sie Daniela gesehen? Nein. Komm bitte. Scheiße. Holen Sie Herrn Ziebig los. Daniela? Lassen Sie mich in Ruhe. Hauen Sie ab. Bleib hier stehen, okay? Hauen Sie ab! Daniela, sieh mich an. Deine Mutter hat deinen Bruder nicht umgebracht, das weiß ich. Sie hat ihm die Tabletten nicht gegeben. Das weißt du. Hast du sie ihm heimlich in ein Getränk gemischt oder hast du sie mit Gewalt eingeflößt? Nein. Was nein? Warum sitzt du dann hier? Hast du ihm die verdammten Tabletten gegeben? Ja oder nein? Dann bist du schuldig. Ende. Vielleicht war es aber auch ganz anders. Vielleicht sitzt du gar nicht hier, weil du deinen Bruder umgebracht hast. Damit könntest du noch irgendwie umgehen, nicht? Hat er dich um die Tabletten gebeten, Daniela? Er wollte nicht mehr. Aber er konnte mit niemandem darüber reden. Er dachte, du würdest es verkraften. Im Gegensatz zu deinem Vater. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Am größten unter ihnen jedoch ist die Liebe. Messdiener?
Diese Bendix-Sache, was für Widersprüche eigentlich? Wovon hat Seitz gesprochen? Keine Widersprüche. Gar keine. Wird das zur Gewohnheit? Keine Ahnung. Soll es? Marc, es tut mir leid. Nein, mir tut es leid. Aber ich bin einfach kein Freund von Überraschungen. Das ist alles so. Pass mal auf, ich habe dir da gestern was gesagt, ja? Ja, ich habe nicht geantwortet. Ja, das habe ich noch mitbekommen. Das musst du auch nicht. Ich will nur, dass du weißt, das wird sich so schnell nicht bei mir ändern. So ein Pech. Lieber hoch. Die warten auf dich. Sicher? Mhm. Okay. Hallo. Hallo. Dein gutes Gulasch habe ich lange nicht hingekriegt. Was esse ich? Grünzeug. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe es dir einfach mal durchgewürzt. Entschuldigt bitte. Marc? Vera? Nora Bendix ist tot. Sie wurde hängend in ihrer Zelle aufgefunden. Keine Hinweise auf Fremdanwirkungen. Tut mir leid. Bist du noch dran? Der Tisch ist ja schon gedeckt. Klar. Wasser, Wein? Wein, Wein bitte. Das ist eine Nachricht für Christian Farrand. Mein Name ist Marc Berger. Bitte rufen Sie mich zurück. Ja.